Hallo liebe Zuschauer, wir stehen hier, wie man unweigerlich erkennen kann, vorm Kölner Dom. Dr. Martin Vinzenz ist neben mir. Wir schauen gerade auf die Gebäude von RTL und Vox hier in Köln, wo du jetzt gerade oder beziehungsweise gleich ein Interview beziehungsweise eine Diskussion mit Herrn Pocher hast. Vielleicht kannst du uns kurz schildern, wie es dazu gekommen ist und was der Inhalt dieser Diskussion sein wird. Ja, also viele haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Herr Pocher hat sich in den vergangenen Tagen mit verschiedenen Vertretern der AfD über den Kurznachrichtendienst Twitter auseinandergesetzt. Hintergrund ist die grausame Tat, die sich in Frankfurt zugetragen hat, wo der 8-jährige Junge und seine Mutter auf die Gleise geschubst worden sind und wo Frau Weidel, wie ich finde, vollkommen zu Recht darauf hingewiesen hat, dass diese Tat hätte durch bestehende Grenzen verhindert werden können. Denn der Täter ist schon durch Gewalttaten in der Schweiz aufgefallen. Er war dort zur Fahndung ausgeschrieben. Bedeutet, im Normalfall wäre es ihm zumindest deutlich schwieriger gefallen, über eine bestehende Grenze in die Bundesrepublik Deutschland einzureisen. Was natürlich die Frage aufwirft, ob die Politik da alles getan hat. Von daher ein, wie ich finde, absolut berechtigter Kritikpunkt von Frau Weidel. Herr Pocher hat die Situation genutzt, wie einige C- bis Z-Promis vorher auch schon, um Gratis-Applaus zu bekommen von der Öffentlichkeit und hat diese Aussage kritisiert. Er hat sich darauf verstiegen zu sagen, dass die Nationalität des Täters überhaupt gar keine Rolle spielt. Das sehe ich im Übrigen vollkommen genauso. Es geht mitnichten um die Nationalität des Täters. Es geht darum, dass er eben ein gesuchter Straftäter war und eine Grenze hätte genau das eben verhindert.